Hallöchen und willkommen in Lanas Kreativatelier. Heute soll es wieder einmal eine Gutscheinkarte geben. Ich habe mir schon etwas vorbereitet, habe ein A4-Blatt bei 10,5 und noch mal 10,5 cm weiter, also bei 21 gefalzt. Und Reststück, bei mir sind es glaube ich 7 cm übrig. Ja, die habe ich auf 7 cm gekürzt. Ein Gefalz ergibt so eine Gutscheinkarte. Hier könnte man zukleben, ergibt eine Tasche. Das war meine erste Idee. Und hier habe ich schon Buchstaben ausgestanzt. Es soll eine Gutscheinkarte für ein Bekleidungsgeschäft geben. Die Namen davon kommt hier drauf. Genauso sieht nämlich Gutscheinkarte bei dem Geschäft aus. Dann ist mir aber noch etwas eine andere Idee gekommen. Ich habe nämlich gerade erst letzte Woche diese Schokolade bei Action gekauft. Dachte ich, die kann ich doch super in mein Geschenk einbauen. Da ist ja ein ja, Geld Schein darstellen soll, das würde doch sehr schön zu einem Gutschein eignen. Nur kann ich die jetzt hier nicht einpacken. Also habe ich direkt umgedacht und habe mir eine Art kleine Box vorbereitet. Ich habe mein DIN A4-Blatt genommen, genauso die komplette Breite von 21 cm. Jeweils eins und noch ein Zentimeter gefalzt. Es gibt einmal für die Höhe, einmal für die Lasche. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso. Einfach auf der kompletten Länge ausgestanzt. Und dann bei der zweiten Falzung im oberen und unteren Bereich soweit abgeschnitten. Und hier unten habe ich kleine Laschen stehen lassen. Die kann man nachher hier so festkleben. Dann mache ich es so zu, es gibt so eine kleine Tasche. Dann kann man die Schokolade sehr schön da einpacken. Da hat es aber noch Platz auch für die Gutscheinkarte oder Schein, je nachdem, wer eventuell auch sowas in die Richtung verschenken möchte. Also, wie gesagt, meine Farben sind extra auf den einen bestimmten Bekleidungsgeschäft ausgerichtet. Daher gibt es in der Farbe, aber ihr könnt es ja nach eurem Belieben, je nachdem, was ihr braucht, abwandeln. So, die Breite ergibt sich dadurch, dass ich jeweils hier eins und noch einen Zentimeter falze rechts und links, sodass meine Breite von meiner Box 17 cm ergibt. Die Höhe habe ich auf 10 cm gelassen. Denn man kann es natürlich auf die Schokolade anpassen, dann wäre es aber ganz Stück schmäler und dann hat es nicht die Proportionen, wie es mir für diese Gutscheinkarte, um die nachzuahmen, passen würde. Also habe ich eine Höhe von 10 cm gelassen, ist meine sozusagen Basis, der Boden der Karte, jeweils 1 cm für die Höhe. Hier sind dementsprechend auch 10 cm und hier bei der Lasche sind das 5,5 cm. Dann kann man nämlich 500 noch sehr schön sehen. Man könnte auch auf 5 cm kürzen. Das ist dann je nach Wunsch änderbar. Ich kann nachher noch eine Einleitung, so einen Schnittplan vorbereiten, den man auch nutzen kann. Ich zeige euch noch eine andere Variante. Ich habe nämlich schon sowas in die Richtung gebastelt. Hier ist das ganz genau auf meine Schokolade angepasst. Das kann man ja beliebig abwandeln. Hier habe ich den Rand ein bisschen breiter genommen und dann einfach verschlossen. Kann man dann sehr schön verschenken. Was ich hier noch gemacht habe, im oberen Bereich hier so leicht abgerundet, damit wenn man die Laschen hier oben hat, damit es nicht so spitz absteht, dann ist es leicht abgerundet und sieht dann ein bisschen hübscher aus. Das wird also nur noch zusammengeklebt, dann ist es soweit schon fertig. Hier oben kommt der Schriftzug, damit ich den besser aber aufbringen kann und gerade halte, den ganzen gerade anbringe. Werde ich zuerst
meine Buchstaben aufkleben. Dazu nutze ich wieder mein Tool. Dann kann ich meine Box noch flach auflegen, die mir fixieren, mit Lineal eine Führung geben, damit es gerade ist, und meine Buchstaben hier aufstellen. Das mache ich dann zuerst und dann kleben wir die Box zusammen. So, wie man sieht, ist das Geheimnis um das Geschäft gelüftet. Jetzt klebe ich ganz einfach die Box zusammen und dann wären wir eigentlich soweit schon fertig. Aus. Ganz einfache, schnelle Idee. Hier fixiere ich noch, bringe ich mir noch Magnete an, damit das schön zubleiben kann. Übrigens habe ich hier diese Buchstabenmix von Stampin' Up! Benutzt. Man sehen kann, heißt auf jeden Fall Stanzformen Buchstabenmix. Die ist von paar Jahren bei Stampin' Up! Gab. Die haben hier sehr schön zum Design von Jack & Jones gepasst. Die Buchstaben habe ich übrigens doppelt ausgestanzt, die übereinander geklebt, damit es noch eine gewisse Tiefe, so 3D-Effekt gibt, damit es so hübsch aussieht. Damit ist mein Gutschein eigentlich fertig. So, die Schokolade wird jetzt natürlich umgedreht. Jetzt nur noch die Gutscheinkarte hineinlegen und verschenken. Das könnt ihr nach euren Wünschen abwandeln, für eure Zwecke beliebig ausdekorieren. Aber so eine einfache Tasche aus Gutscheinkarte. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee und wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dahin!